Hi, heute gibt's gegrillte Ananas mit einem Banana-Chunk-Eis. Wir starten mit der Karamellsoße, da machen wir 4 Esslöffel rein. Zucker jetzt im Topf karamellisieren lassen. Wichtig ist, nicht bewegen, sonst kristallisiert er aus und dann habt ihr keinen schönen Karamell. Haferdrink dazugeben, Schneebesen umrühren und wirklich einmal ordentlich aufkochen lassen, damit sich ganz schön löst. Die Karamellsoße ist fertig und die füllen wir jetzt in ein Gefäß und lassen die im Kühlschrank ein bisschen abkühlen. Eine reife Ananas erkennt ihr am süßlichen, fruchtigen Geruch. Und die Ananas in Scheiben schneiden. Pfanne auf die Flamme stellen, ordentlich heiß werden lassen. Und dann die Ananas von jeder Seite 5 Minuten kräftig angrillen. Ja, jetzt machen wir hier ein bisschen Chili oben drauf. Freunde, jetzt wird es richtig spannend. Feuer voll aufdrehen auf die Ananas. Und so einmal drüber, zweimal drüber. Ananas anrichten. Richtig gut.